meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich mit euch heute ein Mini-Album basteln. Ich habe mir überlegt, ich sollte vielleicht für meine Schwiegermama etwas Kleines machen. Und zwar möchte ich gerne das Album mit Bildern füllen von dem ganzen Jahr über, was wir so alles gemacht haben, entweder gemeinsam oder auch nur Bilder von meinem Mann oder von uns beiden. Wir waren ja jetzt kurzzeitig in Dresden und haben da so mal eine Städtetour gemacht. Und sie hat mittlerweile ein Smartphone. Und das ist total witzig, weil sie hat sich immer geweigert. Sie wollte nie ein Smartphone haben, weil sie kann das ja sowieso nicht. Und dann hat sie eins bekommen von meinem Schwager und hat das sage und schreibe ein Dreivierteljahr in ihrem Schrank liegen gehabt und hat immer gesagt, ach, das Alte tut's noch. Und sie hatte so ein ganz altes, wo man quasi, ja, noch die SMS löschen musste und sowas. Also das ist ein Uraltteil. Und ja, und jetzt hat sie sich aber auf jeden Fall hingetraut. Wir haben uns dann mal hingesetzt mit ihr und haben gesagt, so, und jetzt übst du das und vorher gehen wir nicht nach Hause. Und dann musste sie sich geschlagen geben und jetzt ist sie voll der Smartphone-Junkie. Und jetzt hat sie das mitbekommen, wie das funktioniert mit diesem Statusbilder bei WhatsApp anschauen und so. Und jetzt ist sie da immer voll dabei, wenn wir in Urlaub sind. Und ja, mittendrin statt nur dabei, was soll ich sagen? Und ich habe mir jetzt gedacht, ich möchte ihr gerne ein kleines Album gestalten. Das sollte aber recht einfach gehalten sein, weil meine Schwiegermama das vielleicht nicht unbedingt ganz so versteht mit hier aufschieben und da ein Tag und da eine Tasche. Und deswegen habe ich mir jetzt Papiere rausgesucht, die sehr schön und die sind erfahren ihre Farben. Sie mag sehr gerne Beere und Grautöne. Ja, was soll ich sagen? Das gute Stück ist es geworden. Wir reden von diesem guten Stück, das ich gewerkelt habe. Ich zeige euch das jetzt mal hier so von Nähen. Ja, jetzt macht es auch schön den Fokus. Und zwar ist es ein Mini-Album. Das ist angelehnt an ein Zickzack-Mini-Album und das ist quasi nur mit einem halben Cover. Ich finde, das ist eine ganz nette Idee. Ich habe das auf Pinterest gesehen und habe das jetzt für mich so ein bisschen abgewandelt. Habe auch einfach geschaut, dass ich wirklich ein schönes Papierset bekommen habe. Und ja, so sieht das Ganze aus. Und wie wir das Ganze machen, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! So, meine Lieben, jetzt kommen wir zum Tutorial. Und zwar habe ich mir Folgendes hergerichtet für dieses Mini-Album. Ich habe mir einmal eine schöne Kollektion rausgesucht. Und zwar habe ich die Kollektion ja genommen von Studio Light. Das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt im Album. Es ist eine echt schöne Kollektion und was bei dem halt sehr, sehr schön ist und was mir halt sehr gut gefällt, ist, dass es einseitig bedruckt ist, dass ich mich nicht entscheiden muss, was ich denn nehme. Zum Dekorieren nehmen wir diese Blümchen. Ich habe mir hier ein paar Stempelchen rausgekramt, die ich schon vorkoloriert habe. Da werden wir nachher noch ein bisschen dekorieren. Und ja, Distressed habe ich das Ganze mit meinem Stempelkissen von den Distressoxiden. Und zwar ist es das Setless keine Ahnung, wie man das spricht. Reserves, Settlers Preserves. Meine Güte, schwer. Aber ja, es ist auf jeden Fall so ein schöner Fliederton. So ein, ja, eigentlich eher ein Bärenton. Das finde ich sehr schön. Das hat mir ganz gut gefallen. Einfach zu der Kombination von diesem Papier. Mein Gott, ich habe heute Wortfindungsschwierigkeiten. Als Cardstock habe ich genutzt, den habe ich mir mal von Faltkarten geholt. Und zwar ist das ein Farbkartonset, das nennt sich Naturfarben. Da ist drin Elfenbein, Schoko, Taub, Hell und Steingrau. Ich habe mir jetzt hier dieses, ich schätze mal, das wird Taube sein und das andere wird wahrscheinlich Steingrau sein. Das habe ich mir jetzt da mal rausgesucht und habe mir das zurechtgeschnitten. Und ja, dann fangen wir mal an. Also ihr braucht 8 Stücken von einem Cardstock, er sollte schon etwas fester sein, weil das ist nachher das, was eure Bilder quasi hält. Da wird sonst nicht viel dazu passieren. Und zwar sollten die haben, in meinem Fall jetzt, ihr könnt das aber immer auch abändern, das ist 13 auf 9 cm und wir brauchen das 8-mal und falzen tun wir das auf einer Seite immer bei 1 cm.
Dann braucht ihr ein Stück, das ist euer Cover und das misst bei mir 23 auf 10 cm und das falzen wir bei 8 und 9. Ich habe mir das hier mal so angezeichnet, weil ihr habt es ja vorhin schon gesehen, dieses Album ja diesen Gimmick hat, dass dieses Cover nur halb zu sehen ist. Und das ist nachher dann unser Verschluss, den brauchen wir auch. Ich habe mir das, wie gesagt, schon mal ein bisschen vorbereitet, weil sonst würde es wirklich den Rahmen sprengen. Hier habe ich mir so schöne Papiere rausgesucht und die Designpapiere messen in meinem Fall 11,7 auf 8,7 cm. Und da wir ja 8 Seiten haben, brauchen wir das Ganze natürlich 16 Mal. Ihr seht schon, das ist ein bisschen was zu schneiden und zu werkeln. Und deswegen habe ich mir da einfach die Freiheit genommen und habe das ohne euch vorbereitet. Aber wie man das zurecht misst und das inkt an der Seite, das denke ich, werdet ihr hinbekommen. So, das legen wir mal zur Seite. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir kramen uns jetzt mal unser Falzbrett raus und ich nehme in dem Fall einfach gern mein Fiskars-Schneidebrett, weil das ein Zentimeterangaben ist. Und ja, das klappt halt einfach am besten. Und dann machen wir das. Ich habe das auch so gemacht. Ihr seht das hier. Es ist immer eine Seite quasi nicht geinkt und die lege ich mir einfach an, dass ihr das auch seht hier bei einem Zentimeter. Und dann falze ich das. Und das ist nachher eure Bindung. Das wird dann nachher gefalzt wie so eine Ziehharmonika. Das ist wirklich eine ganz einfache Möglichkeit, ein Album zu machen. Ich habe jetzt einfach ein schnelles Album gewollt, wo man nicht viel, ja, nachdenken muss. Das mache ich kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir uns alles mal zurechtgefalzt. Dann nehmen wir uns mal das große Stück. Und das große Stück, das ist jetzt, das lege ich mir einmal an bei 9 cm. Ihr seht das hier oben, 9, und falze das runter. Und dann lege ich mir das einmal an bei 8 cm. Also ich schiebe es einfach ein Stück weiter. Und dann habe ich quasi schon meine fertige Falz. Das ist nachher das Endstück und das ist quasi das Cover. Das ist ja nur ein halbes Cover. Aber das ist echt eine coole Art, ein Album zu machen. Mir hat das total gut gefallen. So, wir ziehen uns jetzt einfach einmal die Falzlinien nach. Und ich habe jetzt hier wirklich, das ist ein recht stabiler Cardstock, den ich hier genommen habe, weil ich ja dieses Album, ja, das ist ja sonst, kommt da ja nicht mehr viel hin, also ohne Graupappe oder sowas. Und von dem her sollte es schon etwas stabil sein. Also so sieht nachher euer Cover aus. Ich finde es irgendwie ganz witzig, diese Art, das zu machen. Und ich denke, ich werde es bestimmt auch noch mal öfters machen. Dann werden wir uns jetzt einfach einmal diese ganzen Falzlinien ordentlich nachfalzen. Das ist eigentlich das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt, dieses Schneiden und dieses Falzen, weil das Album an sich, das ist nachher total easy und leicht gemacht. Und dann sind wir auch schon gleich fertig. Also da ist wirklich wichtig, dass ihr das richtig schön durchfalzt. Und ihr solltet halt bei dem aufpassen, das passiert mir meistens bei meinem Fiskars, dass ich einfach zu fest aufdrücke. Es sollte euch halt nicht reißen, weil das quasi ist eure Verbindung zueinander von diesen Teilchen. Und zwar wird es jetzt im Zickzack aufgeklebt. Das wird quasi so. Dann kommt wieder so hin. Seht ihr das? Dass es wie so Zickzack wird. Könnt ihr das so sehen? Ja, also so machen wir das. So kleben wir das jetzt auf. Das mache ich jetzt kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, wenn ihr fertig geklebt habt, sollte das bei euch auch so aussehen. Das ist quasi, wie sagt man denn da, so ein Zickzack-Album oder sowas. Also in der Art sollte das dann nachher bei euch aussehen. Es kommt jetzt dann noch das Designpapier drauf. Das werden wir jetzt mal die ersten paar gemeinsam machen, aber das könnt ihr dann ja, wie gesagt, ihr wisst es ja selber, wie das funktioniert. Und ihr seht, ihr habt richtig viel Platz, um das alles schön zu verstauen, eure Fotos.
Und ja, jetzt schauen wir einfach mal vom Designpapier, welches wir denn quasi sichtbar machen wollen. Also so wird es dann nachher jetzt eingeklebt. Hier. Und das ist dann quasi ja sichtbar, dieses Teil. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, welches uns da am besten gefällt in Anlehnung an nachher diesen Verschluss. Denke ich, fast würde mir das hier am besten gefallen. Das ist am schlichtesten, sage ich jetzt mal so. Ja, und doch, ich denke, so werden wir das machen. Und dann geht es jetzt ans Kleben. Jetzt kommt quasi für mich eigentlich der lästigste Teil. Jetzt müssen wir das Ganze nämlich festkleben. Ich werde das so rum machen. Ich nehme jetzt auch einfach meine Klebemaus, eine ganz einfache Klebemaus. Da, ihr könnt es aber so machen, wie ihr das wollt. Mit Flüssigkleber oder mit doppelseitigem Klebeband. Das könnt ihr dann nachher gestalten, wie ihr das möchtet. Und dann müsst ihr halt einfach immer also Vorder- und Rückseite machen. Das ist halt ja das, was die längste Zeit dauert. Die Vorder- und die Rückseite. Man braucht halt einfach doch relativ viel Designpapier. Ich habe es jetzt auch extra ein bisschen kleiner gehalten, das ganze Album. Also nicht einfach so riesig. Aber ich denke, so ein kleines, schnelles Mini, das kann man immer gut vertragen. Und das ist quasi so die erste Seite. Und so kommt es dann nachher ins Album. Ich klebe das jetzt auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem wir nun alles beklebt haben, habe ich, also jetzt ist es schon richtig üppig geworden eigentlich, dieses Mini-Album. Jetzt habe ich ein Haar von mir da eingeklebt. Oh mein Gott. Also so sollte es dann jetzt nachher aussehen. Wie gesagt, so lässt es sich ganz gut aufklappen. Ich habe da echt ein Haar von mir eingeklebt. Mit Beigabe von mir. Also ihr seht das, es ist richtig hübsch. Ich habe jetzt versucht, auf die ja, Anordnung ein bisschen zu achten, dass es sich immer ein bisschen abwechselt mit Rosa und Beige, dass es ein bisschen zusammenpasst. Ja, und jetzt kleben wir das Ganze ein. Und zwar kleben wir die komplette Seite, deswegen habe ich die jetzt nicht dekoriert, kleben wir da ein. Diesen Zwuckel hier, den brauchen wir nicht, den schneiden wir uns ab. Das werden wir uns einfach abtrennen. Und jetzt solltet ihr wirklich gutes Klebeband nehmen, weil das hält euer ganzes Album nachher in dem Cover fest. Ich habe jetzt mir gedacht, ich nehme jetzt hier dieses, ja, rote Sticky Tape, das ist einfach. Ja, denke ich doch am stärksten. Und das werde ich mir jetzt einfach gut rundherum festkleben. Das sollte halt schon wirklich gut halten. Ich meine, das ist jetzt nicht ein Album, wo ganz viele Klappen und Tags und solche Sachen drin hat. Das ist wirklich nur diese Seiten. Ich sage ja, das ist ein ganz einfaches Album eigentlich. Und wenn man das sich zügig vorbereitet, natürlich jetzt mit der Kamera, dauert das alles immer ein bisschen auch länger. Man muss es ja auch ein bisschen erklären und immer wieder schauen, dass man auch ein Bild ist, gell? Das klappt bei mir noch nicht so heute. Also ich drücke das jetzt nochmal richtig gut an, beziehungsweise ich ja, guck einfach, dass sich das Klebeband gut verbindet mit dem Papier. Dann ziehen wir uns die Schutzhüllen ab und kleben es fest. Und dann war es das eigentlich auch schon. So gehört das rein. So gehört das rein. Also nochmal kontrollieren, dass man es nicht falsch herumklebt, weil ich möchte ja, dass das so, nach so aufgeht. Das hier oben soll bei mir sichtbar sein. Deswegen muss ich da ein bisschen drauf achten, dass es so reinpasst. Und dann halte ich mir das einfach so auf. Klebe mir das da einfach so fest.
muss ich gerade noch mal überlegen. Ja, so funktioniert es ganz gut. Ich mag das ganz gern, dass hier ein bisschen ein Spalt zu sehen ist. Seht ihr das? Das ist für mich okay, weil hier kommt noch ganz viel Band durch. Von dem her, ihr müsstet halt einfach schauen, wie ihr das gerne dekorieren möchtet, wie ihr das hinkleben möchtet. Ihr könnt das direkt ganz an Anfang setzen, ihr könnt das direkt auf die Falzlinie setzen. Das könnt ihr quasi machen, wie ihr das möchtet. Ich habe mir jetzt hier so Band rausgesucht, wo ich einfach, ja, denke, dass das ganz gut dazu passt. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt die drei Farben. Das ist ein dunkles Lila, ein Grau und so ein Rosé. Die werde ich mir da jetzt noch ordentlich durchfädeln. Da schauen wir jetzt gerade mal. Ich habe mir da einfach so ein Stück. Das ist quasi einfach nur ein Deko-Element, was ich mir hier ransetze. Ich finde es immer sehr schön mit diesen Bändern. Mir gefällt das gut. Dann kann man einfach noch ein bisschen Klimbim an die Seite machen. Einmal noch. So, wir reißen alles ein, aber wo gehobelt wird, fallen Späne. So ist es nun mal. Ich werde mir jetzt hier relativ, ja, relativ weit oben, werde ich mir jetzt den Knoten reinmachen. Also wirklich relativ weit oben. Ich möchte da auch keine Schleife oder so machen. Ich möchte das einfach so hängen lassen. Und ja, dann ist es hier quasi wie ein Deko-Element. Und schaut, dann ist es auch nicht so schlimm, dass das jetzt hier so nach oben geht. Und ich habe es so angeordnet, dass es ganz leicht schräg ist. Also das ist quasi von mir eine Absicht. Seht ihr das hier? Das geht bei mir ganz leicht schräg rüber. Da müsst ihr halt beim Zusammenkleben schauen, dass ihr immer ein Müh nach hinten rutscht. Und dann müsst ihr aber halt nachher auch darauf achten beim Einkleben, dass es in die richtige Richtung zeigt. Ich finde das ganz schön, damit man einfach hier noch ein bisschen mehr quasi hat von diesem Album. Und jetzt möchte ich hier als Cover das aufkleben. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Also ich klebe auch nur die Hälfte. Nehme immer lieber nur, mache ich mir das nochmal auf, dass ich wirklich nichts da darauf klebe, auf dieses Album, weil sonst ist ja die ganze Arbeit umsonst. Doch, das gefällt mir richtig gut. Hier werde ich mir das noch wieder wegradieren oder ich muss mal überlegen, vielleicht nehme ich das hier. Doch, so machen wir das. Wir zeichnen uns das einfach kurz an. Machen wir einmal hier einen Strich und einmal hier einen Strich. Ratzfatz. Ratzfatz, Improvisation. Wo haben wir den Strich hier? Hier ist er einmal, zweimal. So. Dann habe ich hier ja noch mein Distress-Ding liegen. Das passt dann noch ganz gut. Also wenn ich finde immer, wenn ihr sowas macht, dass ihr so ein Album inkt, dann solltet ihr das wirklich also komplett durchgängig machen, weil sonst sieht es nicht so schön aus, wenn man nur die Hälfte macht oder so. Das finde ich nicht so schön. Schaut, so passt das richtig gut. Dann haben wir hier quasi unser Innenteil. Ja, und das ist der Außenteil. Ich werde das jetzt mal noch kurz flott dekorieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, fertig ist das gute Stück. So ist es geworden. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich habe jetzt nur wirklich von oben dekoriert. Also
von oben. Ich habe in die Seiten selber nichts mehr integriert. Ich weiß nicht, ob ich die nachher noch benutze, diese Stempelchen. Ich wollte jetzt einfach, hier vorne habe ich nur was angebracht, weil das ja sichtbar ist von diesem Album quasi. Das ist ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das ist so ein halbes Album. Ich hätte jetzt vielleicht noch dran denken sollen, dass man hier einen Verschluss machen könnte. Man kann das machen, man kann auch, anstatt dass man das Cover so arg dekoriert, kann man auch eine Banderole machen und kann quasi diesen Kreis, das ja unser Element ist, um drauf zu dekorieren, kann man ja auch auf diese Banderole ja quasi aufkleben. Und so ist das Ganze. Man kann dann hier so aufmachen. Ich finde die Papiere wunderschön. Deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden, um es quasi noch zu dekorieren von innen. Habe das hier wirklich schlicht gelassen. Ihr seht hier diese ganzen einzelnen Papiere und so kann man das halt wunderschön plättern. Und am Schluss solltet ihr halt wirklich ein gutes Klebeband nehmen, dass das euch alles richtig schön hält. Und ja, wie gesagt, wenn eine Banderole dran ist, sieht es vielleicht auch von oben her ein bisschen ordentlicher aus. So flappt das jetzt auf. Das ist ein bisschen blöd. Da habe ich jetzt echt nicht dran gedacht. Aber ja gut, man kann ja immer noch was dazu machen. Und vielleicht mache ich auch noch ein Bändchen drumherum, wenn ich das dann verschenke. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat es gefallen. Mein kleines, schnelles Mini-Album. Und ich habe jetzt, wie gesagt, nicht so viel dekoriert. Ich habe jetzt nur oben ein paar Stempelchen angebracht. Ihr seht das ja jetzt hier. Mal schauen, jetzt stellt er das auch scharf. Also, wie gesagt, ein bisschen dekoriert. Ich habe so einen kleinen Elch, diese verschiedenen Weihnachtsbäume. Das habe ich einfach noch da liegen gehabt. Und die hier, die passen halt von der Farbe her sehr schön dazu. Hat jetzt die Blümchen, hat jetzt direkt so mit Weihnachten nichts zu tun. Aber meine Güte, das darf man immer, denke ich, nicht so eng sehen. Und die Bänder, die lasse ich jetzt gerade so. Mir gefällt das ganz gut mit den unterschiedlichen Abstufungen. Also wenn ihr das mal nachmachen möchtet, ihr könnt auch hier noch ein paar Charms dranhängen, ein paar Weihnachtscharms oder ein paar Perlen, wie ihr das gerne möchtet. Ihr dürft es natürlich auch gerne von innen gestalten. Wenn ihr jetzt nicht gerade so ein aufwendiges Paperpad habt, wenn ihr nur ganz einfache Papiere habt, dann könnt ihr da natürlich viel, viel mehr dekorieren. Ihr könnt auch noch Taschen anbringen. Was man jetzt noch machen könnte, man hat ja noch, ich habe jetzt hier noch ziemlich viele von diesen Resten übrig. Also man könnte jetzt auch immer noch hier so eine Tasche anbringen, wo man hier einen Tag reinschiebt. Das ist alles immer noch optional machbar. Mir hat es jetzt so ganz gut gefallen, einfach weil die Papiere so schön sind. Ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!